Der Ticker startet um 6.30 Uhr. 18 Uhr und 15 Minuten enttreffen als Zuflucht dienendes Theater in Mariupol. Russische Streitkräfte haben in der eingekesselten Hafenstadt Mariupol ein Theater addiert, in dem hunderte Zivilisten Zuflucht suchten. Die Zahl der Opfer sei noch nicht bekannt, teilt der Stadtrat mit. Die ständigen Addierungen machten es unmöglich, durch die Trümmer vorzudringen und die Eingeschlossenen zu retten, meldet eine weitere Userin auf Twitter, Link öffnet in einem neuen Fenster. 18 Uhr und 6 Minuten ukrainisches Militär, Vormarsch Russlands, war erfolglos, der russische Vormarsch auf Kiew ist aus Sicht des ukrainischen Militärs ins Stocken geraten. Der Feind versucht, auf Kiew vorzustoßen. Er war erfolglos und ging zur Verteidigung über, teilte das Militär mit. Russische Truppen seien in nördlicher Richtung der Hauptstadt gestoppt worden. Ukrainische Soldaten leisten demnach auch Widerstand im Osten des Landes. Der russischen Armee und den Kämpfern der selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk sei es bislang nicht gelungen, bis an die administrativen Grenzen der Region vorzudringen. Ebenso versucht Russland nach Angaben aus Kiew weiterhin, die nordukrainische Stadt Tschernihiw einzunehmen. Es gebe derzeit aber keine aktiven Offensivoperationen. Truppen würden neu gruppiert. Zudem gab die Ukraine an, dass die russische Luftwaffe weiter Angriffe auf zivile Ziele etwa im Gebiet Kiew fliege. Das hat Moskau immer wieder bestritten und versichert, nur militärische Ziele anzugreifen. Dies wurde mehrfach widerlegt. Auch eine Vielzahl von Fotos, beispielsweise von zerstörten Wohnblöcken, zeugt vom Gegenteil. Legende: Feuerwehrleute löschen ein Feuer in einem Wohnhaus, das in Kiew beschossen wurde. 17 Uhr und 26 Minuten russische Behörden sperren auch Internetseite der BBC. Russland hat die Hauptseite der britischen BBC und anderer unabhängiger Medien für Nutzerinnen und Nutzer im Land gesperrt. Die Maßnahme der Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor vom Mittwoch traf etwa 30 Internetseiten, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldet. Ich denke, das ist nur der Anfang der Gegenmaßnahmen in dem vom Westen angezettelten Informationskrieg gegen Russland, kommentierte eine Sprecherin des Außenministeriums die Sperrung. Die Sperrung trifft auch das Recherchenetzwerk Bellingcat, das auch immer wieder Enthüllungsgeschichten über den Machtapparat in Moskau veröffentlicht hat. Blockiert wurde zudem die Homepage der russischen Zeitung Novaya Izvestia, die seit 2016 nur noch online zu lesen ist, sowie eine russischsprachige israelische Nachrichtensite. Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine vor gut drei Wochen wurden bereits mehrere unabhängige Medien gesperrt. 16 Uhr und 53 Minuten Internationaler Gerichtshof. Russland muss Krieg in Ukraine stoppen. Der Internationale Gerichtshof hat angeordnet, dass Russland sofort die militärische Gewalt in der Ukraine beenden müsse. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen gab am Mittwoch in Den Haag einer Klage der Ukraine gegen Russland statt. Russland selbst blieb der Verlesung der Entscheidung im Friedenspalast fern. Die Gewalt müsse sofort enden, sagte die Präsidentin des Gerichtes, John Donokhil. Dieser Einsatz führe zu unzähligen Toten und Verletzten. Die Entscheidung des Gerichtshofes ist das erste Urteil eines internationalen Gerichtes nach der Invasion Russlands vor knapp drei Wochen. Die Ukraine hatte das Dringlichkeitsverfahren angestrengt und Sofortmaßnahmen gegen Russland gefordert. Der Klage gab das Gericht nun statt. Das Urteil ist theoretisch zwar bindend. Doch Moskau wird sich kaum an die Anordnung halten. Das Gericht besitzt keine Machtmittel, um einen unterlegenen Staat zu zwingen, ein Urteil umzusetzen. 16 Uhr und 51 Minuten Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs besucht Ukraine. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, hat am Mittwoch die Ukraine besucht und dabei auch virtuell mit Präsident Volodymyr Zelensky gesprochen. Das teilte das Weltstrafgericht in Den Haag mit. Khan begrüßte das Gespräch mit dem Präsidenten. Wir sind uns einig, dass alle Anstrengungen nötig sind, um sicherzustellen, dass das internationale humanitäre Recht respektiert wird und um die zivile Bevölkerung zu schützen, sagte Khan über Twitter. Der Internationale Strafgerichtshof hat Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Ukraine eingeleitet. Das Weltstrafgericht verfolgt individuelle mutmaßliche Verdächtige. Es ist völlig unabhängig vom ebenfalls in Den Haag ansässigen höchsten UNO-Gericht, dem Internationalen Gerichtshof. Legende: Zuvor besuchte Khan einen sogenannten Erstaufnahmepunkt für Flüchtende im Ort Medyka an der polnisch-ukrainischen Grenze. Keystone. 16 Uhr und 8 Minuten Verhandlungen scheinen konkreter zu werden. Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland über ein Kriegsende werden offenbar konkreter.
Es würden Dokumente ausgearbeitet für mögliche direkte Gespräche zwischen dem ukrainischen Staatschef Selenskyj und dem russischen Präsidenten Putin, zitiert die russische Staatsagentin RIA Novosti den ukrainischen Präsidentenberater Podolyak am Mittwoch aus einem Interview mit dem US-Sender PBS. Der einzige Weg, diesen Krieg zu beenden, sind direkte Gespräche der beiden Präsidenten. Daran arbeiten wir bei diesen Verhandlungen, sagte Podolyak demnach. Derzeit würden diese Dokumente ausgearbeitet, welche die Staatschefs dann vereinbaren und unterzeichnen können. Das könnte schon bald passieren. Nach Informationen der Zeitung Financial Times, Link öffnet in einem neuen Fenster arbeiten beide Seiten an einem 15-Punkte-Plan. An erster Stelle stünden die von Russland geforderte Neutralität und Entmilitarisierung der Ukraine sowie der von Kiew verlangte Abzug russischer Truppen. Territoriale Streitfragen sollten demnach erst später diskutiert werden. 15:46 ukrainisches Stromnetz mit europäischem Stromnetz verbunden die Stromnetze der Ukraine und von Moldau sind erfolgreich mit dem kontinentaleuropäischen Stromnetz verbunden worden. Das hat EU-Energiekommissarin Kadri Simson bekannt gegeben. Die EU werde die Ukraine weiterhin im Energiebereich unterstützen, etwa durch Gasflüsse in das Land und dringend benötigte Energielieferungen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßt den Schritt und schreibt auf Twitter: Ukraine, Moldau und Europa, gemeinsame Werte, gemeinsame Elektrizität und Solidarität. Ende Februar hatte sich die Ukraine zunächst testweise vom russischen und belarussischen Stromnetz abgekoppelt, die Trennung soll nun dauerhaft sein. 15:30 Moskau fordert Stopp von US-Waffenlieferungen an die Ukraine. Russland hat die USA mit Nachdruck aufgefordert, ihre Waffenlieferungen an die Ukraine zu beenden. Auch die Unterstützung bei der Einreise ausländischer Kämpfer in die Ukraine müsse gestoppt werden. Solche Schritte führten nur zu einer Eskalation der Lage, sagte Russlands Sicherheitsratschef Nikolai Patruschew der Agentur TASS zufolge bei einem Telefonat mit dem nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan. 15:09 UNO dokumentiert Tod von 726 Zivilisten in der Ukraine. Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte hat seit dem Einmarsch russischer Truppen am 24. Februar in der Ukraine den Tod von 726 Zivilisten dokumentiert. Unter ihnen waren 42 Kinder und Jugendliche, wie das Büro am Mittwoch in Genf mitteilte. Am Vortag waren es noch insgesamt 691 Tote. Dem Büro lagen zudem verifizierte Informationen über 1.174 Verletzte vor. Am Vortag waren es 1.143. Die Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, betont stets, dass die tatsächlichen Zahlen mit Sicherheit deutlich höher liegen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bräuchten oft Tage, um Opferzahlen zu überprüfen. Das Hochkommissariat gibt nur Todes- und Verletztenzahlen bekannt, die es selbst unabhängig überprüft hat. 14:59, das ukrainische Volk kämpft für die Werte Europas und der Welt, der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj sieht im Widerstand gegen die russischen Angreifer in seinem Land einen Kampf für westliche Werte. Das ukrainische Volk verteidigt nicht nur die Ukraine, es kämpft für die Werte Europas und der Welt, sagte er in seiner Rede vor den US-Senatoren und Kongressabgeordneten. Mit ihrer Hilfe unterstützten die Amerikaner daher nicht nur die Ukraine, sondern Europa und die Welt. An die Adresse von US-Präsident Joe Biden sagte Selenskyj: Ich wünsche Ihnen, der Anführer der Welt zu sein. Der Anführer der Welt zu sein bedeutet, der Anführer des Friedens zu sein. Die US-Regierung hat die Ukraine seit Anfang vergangenen Jahres mit rund 1,2 Milliarden US-Dollar Militärhilfen und Waffenlieferungen unterstützt, davon 550 Millionen Dollar seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Ein Urvideo Standing Ovation von den amerikanischen Parlamentariern für Selenskyj aus Newsclip vom 16.03.2022 abspielen. 14:11 Selenskyj fordert im US-Kongress erneut Flugverbotszone. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat in einer Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses mit Nachdruck erneut die Einrichtung einer Flugverbotszone gefordert. Russland habe den Himmel über der Ukraine in eine Quelle des Schreckens und des Todes verwandelt, sagte Selenskyj per Video aus Kiew zu den US-Senatoren und Kongressabgeordneten. Die Flugverbotszone sei notwendig, damit Russland die ukrainischen Städte nicht mehr terrorisieren könne, forderte Selenskyj. Solchen Terror habe es in Europa seit 80 Jahren nicht mehr gegeben, betonte er. Eine Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses zu halten, gilt als besondere Ehre. Eine Flugverbotszone würde es der russischen Luftwaffe erschweren,